Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Horizon Zero Dawn. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Ja, Freunde, wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback, für die Unterstützung bis hierhin. Ja, unterstützt gerne weiterhin mit einem Like. Geht schnell, hilft extremst weiter. Ihr wisst ja Bescheid, Freunde. Ansonsten Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen, Social Media folgen, Glocke aktivieren. Ihr kennt das ganze Spielchen. Er ist riesig. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Blut für Blut, Rache für Ersa. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr, warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Dann heul doch da hinten, Mensch. Dann heul doch einfach. Nur beschweren, weißt du? Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. So, ah, da, guck mal, da haben wir was. Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Tja. Entspannte Musik gerade so ein bisschen, ja, tralali, tralala. Aua, das tut doch weh, Mensch. Ich muss dich was fragen. Das ist deine Show. Geht's dir wirklich gut? Ich bin nüchtern genug, okay? Ich brauch keine Predigt. Das meinte ich nicht. Ich rede davon, was gerade passiert ist, da draußen. Ich will nicht darüber reden. Wir sind wegen des Verdachts gegen Olin hier, also tu, was du tun musst. Hat Olin dich je eingeladen? Nein. Ich habe ihn mal bis zur Tür gebracht, als er es nicht allein geschafft hat. Wir hatten da echt viel Intus, aber ich vertrag das. Eigentlich. Du sagst, Olin hat Verbindungen zum Königshof. Kennt er den Sonnenkönig selbst? Nein. Er war ab und zu Späher für den Hof und hat Adligen auch Schmuck verkauft, aber er hatte nie eine Audienz beim König. Wenn es stimmt und Olin Dreck am Stecken hat, dann hat Sonnenkönig Avad nichts damit zu tun, das kann ich beschwören. Ich sehe mich um. Darum sind wir hier. Ja, ist ja gut. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lass gut sein, Mädchen. Verschwende deine Zeit. Nein, tu ich nicht. Sieht groß und schwer, nur ein kleiner Schubser. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Egal. Aua. Und perfekt hier den Weg freigemacht.
eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Schriftsteller, wenn man ein Tagebuch führt, okay. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Ich verstehe nicht, warum manchmal das wirklich übelst gut synchron ist und manchmal absolut 0,0, wa? Verstehe das nicht. Also ganz komisch. Auch ganz unsympathische Reaktion von ihr. Ja, geh mal aus dem Weg jetzt hier. Ich habe jetzt bekommen, was ich wollte. Du sollst mir helfen, aber ich dir nicht. Ja, ein bisschen unsympathisch, ey, Leute. Das gefällt mir nicht. So bist du doch nicht, oder? Bist du so? Nein. Nein, ich kenne dich nicht. Sag mal, wie komme ich denn jetzt hier raus, Alter? Warte mal. Hier irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe? Wie komme ich denn hier raus am besten, ne? Ah, da. Haben wir das entdeckt? Haben wir das entdeckt? Das entdeckt? Haben wir überhaupt irgendwas entdeckt? Machen wir dorthin schnellweise. Okay, gut. Ich hatte doch ein Reittier. Ist es jetzt... Hä? Kann ich das nicht rufen von hier aus, oder was? Ist jetzt einfach weg. Weil ich da vorne vor dem Stadttor absteigen muss, oder was? Toll. Super, danke. Gut, Freunde. So, ich bin jetzt erstmal hier zu der Ausgrabungsstätte gelaufen. Wie gesagt, so längere Wege, die werde ich dann rausnehmen. Hatte ich aber am Anfang erklärt, wie gesagt... Dafür gibt es das alte Let's Play, wenn ihr wirklich auch die Wege sehen wollt und Nebenmissionen. Dafür habe ich ja das alte Let's Play. Und, guck mal hier. Und, wie gesagt, bei Forbidden West dann ist natürlich Zeit, ne? Ist ja klar. Das hat ja jetzt zu Genüge erklärt. Denke ich. Verdammt, vorbei! Warum hast du Sallys Stimme bekommen, du Schwein? Du bist es nicht würdig! Das habt ihr also vor.
Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles! Vielleicht gibt es Eindringlinge! Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh. Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt... Wer ist da? Okay, ich hab nichts weggedrückt. War ein bisschen abrupt gerade. Okay. Rassler ist am Start? Natürlich, klar, ja, stimmt. Eigentlich sollen sie ruhig kommen, ey. Die Schweine. Die Schweinegesichter, ey. Sag mal, der, Warte. Das Nora-Mädchen lebt. Ich dachte, die Mission mit Ehre und, wäre eine Hauptmission. Oder? Nein, ihr hattet eure Chance. Und einen stärkeren Bogen, Alter, auf jeden Fall. Immer noch auf der Suche nach mir. Keine Munition mehr, jetzt ist sie wieder da. Oh shit! Alter, nimm Schaden. Nicht da hochklettern. Warum klettert die denn automatisch? Ich will das doch gar nicht. What? Hä? Okay, also in meiner Welt war der drauf, der Schuss. Aber gut. Ja, hier hätte man alles schön lang schleichen können. Ja. Schleichen ist doch was für Loser, Mensch. Offener Kampf, das ist der wahre geile Scheiß. Haben sie Olin jetzt gebumst? Ja, Pech. Hast dich halt einfach mit dem Falschen angelegt, ey. Oder eingelassen, besser gesagt. Wieder keine Munition. Warum springt die automatisch da hoch, ey? Ich will das doch gar nicht. Warte mal, ob automatisch irgendwo hochzuklettern. Was braucht das Scheißding eigentlich, damit es abfällt, ey? Vorteil entfernt, okay, eigentlich. Ich freue mich schon auf diesen Bogen, der diese Abtrennungssprengpfeile hat. Oh! Die waren auch geil, ey. Wo du schön mit einem gezielten Schuss die Sachen abtrennen kannst. Eine heftige Rolle, Junge. Damit konnte keiner rechnen, ey. Aber Olin steht doch schon wieder. Ist alles gut. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht noch verrecke. Das war mein guter Trank. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist die Kamera so über der linken Seite. Das ist so ungewohnt. Ich mag das nicht, Mann. Alles, was ungewohnt ist, mag ich nicht.
Das war's schon. Oh, hey, was geht? Okay, gut. Hey, was geht? Darf ich mich bewegen? Cool, danke. Oh shit, ich bin gleich tot. Sieht es so aus, als wäre hier alles klar? Warum nicht? Jetzt muss ich jetzt mal langsam hier einen töten, ey. Das gibt's doch nicht. So. Probleme. Aber das ist halt natürlich, dann mache ich es mir natürlich schwerer, wenn ich jetzt keine Nebenmission mitnehme. Aber wie gesagt, keine Zeit, man, sonst schaffen wir das nicht. Wir schaffen das nicht mehr, das Horizon Forbidden West dann alles. Weil sobald Dying Light rauskommt, habe ich keinen Bock auf alte Games, Alter. Wenn ich Dying Light zocken, ist doch klar. Und vorher kommt ja auch noch die Uncharted Collection. Eine Woche vorher raus. Ende Januar. Deswegen, also bis dahin müssen wir so gut wie fertig sein mit dem allen. Wenn wir es doch schaffen wollen, ne? Aber wie gesagt, ich mach den. Ich glaube, ich mach den ein oder anderen Stream einfach. Dann habe ich nicht das Problem. Wie gesagt, folgt mir gerne auf Twitch und seid ihr einfach mal dabei. Quatschen wir ein bisschen nebenbei. Neben dem Zocken. Ist eh übelst entspannt. Macht auch mega Spaß. Aber ein bisschen zocken und labern dazwischen. Ich gehe sowieso sehr gerne auf den Chat ein, deswegen macht schon Spaß. Aber ich merke schon, wie krass. Also ich habe zumindest das Gefühl, also die halten schon echt viel aus, oder kommt mir das so vor? Oder bilde ich mir das gerade so ein? Ein bisschen unter Level bin ich schon wahrscheinlich, ne? Für den Moment hier. So ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, das sagt der Richtige, mach doch selber mal was, Junge! Du komplett Versager, ey. Hör mich an. Ich will jetzt erstmal meinen verdienten Loot, Alter. Sei mal ruhig jetzt da hinten. Du willst Rache. Ich bin bereit. Ja. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Okay, die reden einfach aneinander vorbei. Haben wir irgendwie? Ja, Lebensenergie. So, gut, reden wir mit dem. Du willst Rache. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren, wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger, ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne, sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades, so nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht, aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war.
wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Wie kam die Eklipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam dir nicht Anavat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Eren mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eklipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade, aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Ja, lassen wir ihn leben, ey. Lassen wir ihn leben. Ich meine, wenn deine Familie da bedroht wird und so, dann machst du das schon. Ist ja klar. Das ist klar, oder? So, aber ich glaube, das ist auch nur eine Nebenmission, genauso wie das Ganze mit Erend. Begib dich nach Schöpfers Ende. Komm, warte, das kann ich ganz gut gebrauchen. Ein bisschen Heilung. Das nehme ich für unterwegs. Oh, das ist aber ganz schön weit. Oh, das ist aber mega weit. Das ist mega weit, ja. Schöpfers Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Olin hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist, warum gibt es dann hier draußen Spuren von ihr, so weit vom Noraland entfernt? Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elizabeth Sobek. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eklipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Okay. Gut.
Also wie gesagt, wenn irgendwie interessante Gespräche sind wie das, dann, wie gesagt, keine Sorge. Das werde ich natürlich mit reinnehmen. Auch wenn ich jetzt immer noch unterwegs bin, dorthin zu kommen. Jetzt gib doch mal Stoff hier, los, weiter, weiter. Nur damit ihr Bescheid wisst, wa? Obwohl, wir sind ja schon hier. Komm, dann machen wir das jetzt natürlich gemeinsam weiter hier. So. Alter, geil. Ich wollte eigentlich die Heilung. Ich will die Heilung. Ich will das. Die Pflanze. Upsi. Alter, was hält die aus? Leute, zurückschlagen! Warum halten die überhaupt einen Schuss aus schon im Kopf? Das ist doch frech einfach nur. Das siehst du doch. Daran siehst du doch, dass der Vogel einfach zu schwach ist, die Scheiße, ne? Bist du ein bisschen dumm oder was? Nebenbei schon nur hier. Wo ist der jetzt hingegangen? Der war noch drauf, Mann! Freche. Nein, jetzt wollte ich den Feuerspucker, genau. Kreisen wir den Gegner ein! Oh, den hat zerfetzt. Und trifft es? Ja, oh, Alter, Junge, natürlich, klar. Na klar doch. Schnüffelt hier immer noch rum. Wer schnüffelt hier rum, Junge? Ich bin einfach die ganze Zeit voll mit der Tasche, ey, das nervt. So, hier hinten ist noch einer. Oh, okay, der war ja komplett daneben. Der war komplett daneben. Ich bin fast schon peinlich, ey. Also manche Geräusche wirklich, also ganz komisch. Ich stell mir das dann immer vor, wie die Synchronsprecher dann in der Kabine stehen und dann machen, ey. Naja. Yo! Es geht. Hier haben sie die Gefangenen also eingesperrt. Mal sehen, was für eine... Schnauze. Cowabunga! Yeah. Alter, du wehrst dich ja sogar. Du Frechfratz, ey. Hab ich dich nicht getötet? Oh, ich bin selber fast tot. Hier hoch? Klar. Glaube? Das war's. Ja. Erstes Banditenlager geräumt. So sieht's aus. Direkt ist hier Partytime, ey. Direkt ist Partytime. Sie ist da entlang. Wer? Von wem redet die immer? Schattenkaja haben Hauptmann Ersa bei der Kluft aufgelauert. Stufe 13 schon. Nice, cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich hoffe, ich komme Rotschlund nie in die Quere. Der würde mich mit einem Schwanzschlag filetieren. Die Arbeit macht mir nichts aus. Besser als sich um das nächste... Ja, ich würde sagen, das war's, Freunde. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Lasst mich gerne wissen, ob es euch gefallen hat. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Haut rein. Tschüss.